Guten Nachmittag. Kalte Dusche für uns. Notfalls. Notfalls, ich komme gleich drauf, aber ich darf keine Empfehlungen abgeben. Das ist rechtlich nicht möglich. Aber seien Sie gespannt, meine Damen und Herren. Ich sagte ja, bei Akademie Radi kann man ganz schnell wichtige Nachrichten finden. Und das hatte ich im vorherigen, im 104. Nachtrag gesagt. Warum ich diese Nachträge mache, müsste bekannt sein. Ganz einfach. Um die Werbung von YouTube rauszulassen, die sonst zwangsweise aufgeschaltet wird. Akademie Rati hatte heute eine schöne Meldung, und zwar Metastudie bestätigt Vitamin D sehr hilfreich gegen Infektionen, zum Beispiel Covid. Weil die Forschung aber von der Pharmaindustrie bezahlt wird, empfiehlt man lieber andere Stoffe. Auf diese anderen Stoffe und dieses Problem des zweiten Satzes komme ich gleich zurück. Ich bin mal auf dieses Video gegangen und habe das aber jetzt mal ganz stark gekürzt. Nicht das Video, das ist in Englisch, das wäre nicht das Problem. Und hier runter diesen Text, den habe ich ganz schnell in Google übersetzen lassen, und zwar Überschrift Vitamin D jetzt schlüssig. Also der Schluss liegt nahe, was Vitamin D bewirkt. Verschiedene Studien. Ein Zusammenhang zwischen schwerem Vitamin D-Mangel und schlechten Covid-19-Ergebnissen. Klar, ne? Also wer weniger Vitamin D hat, sagt diese Studie, der ist eher von Covid-19 betroffen. Vitamin D spielt eine entscheidende Rolle bei der Immunfunktion und bei Entzündungen und so weiter und so fort. Ist eigentlich ganz einfach. Vitamin D habe ich bei Google eingegeben und ja, Vitamin D-Mangel leicht erklärt und so weiter und so fort. Und auch das RKI, als auch Wikipedia, die kluge Wikipedia. Leute nicht gleich in die Tasten hauen, ich weiß selber, was Wikipedia mittlerweile ist. Dieser Artikel, der wurde gestern erst überarbeitet. Naja, Infekte. Der mögliche Zusammenhang von Vitamin D und Virusinfektionen ist Gegenstand der Forschung. Aber dann wird das alles, naja, das hilft alles nicht so sehr, und zu gleicher Einschätzung kommt das, und dass das aber nicht so richtig hilft und na und so. Ja, klar. Das RKI gibt allerdings auch, ähnlich wie Wikipedia, noch folgenden Hinweis. In der Regel bildet der Körper in der Haut 80 bis 90% des Vitamins selbst mit Hilfe von Sonnenlicht, genauer UVB-Strahlung. Dabei ist ein Aufenthalt im Freien nötig. Ein Aufenthalt in hellen Räumen reicht nicht aus, da die UVB-Anteile im Sonnenlicht nicht durch das Glas in Fensterscheiben dringen können. Das ist ein guter Hinweis. Also produzieren wir das selber. Und 10 bis 20% könnte dann noch zugeführt werden durch irgendwelche fettreichen Fische und so weiter und so fort. Gut, also Vitamin D. Ja, dann kam ich natürlich auf das Thema Abhärten. Das ist übrigens ein Bild. Morgendliche Waschung im Freien natürlich, mit freiem Oberkörper auf der Gorch Fock. Warum machen die das wohl? Na, weil es hilft. Warum baden Leute in kalten Seen oder gar in Eiswasser? Warum duschen die? Na, weil es hilft. Ganz einfach. Brauche ich dafür eine Studie, um zu sagen, ja, aber abhärten, aber gucken wir mal, was Wikipedia dazu sagt. Abhärtung in der Medizin. In der Bevölkerung ist der Glaube an positive gesundheitliche Effekte und so weiter verbreitet. Der Glaube, wenn es verbreitet ist, dann ist es kein Glaube, dann sind es Erfahrungen. Und wozu brauchen wir zum Beispiel eine Studie, dass Zucker süß schmeckt? Ja, das weiß jeder. Und hier weiß es auch jeder. Na klar, ja. Das auch nach 45, obwohl ja das NS-Wortschatz gleich sein muss, Abhärtung, ne? Nach 45, um das konsequenterweise auch einen Ausdruck Verweichlichung, na, ach Mensch, ich, da kriegst du das Heulen. Wenn man sich das hier oben anguckt, ganz einfach. Der Begriff war bereits im 18. Jahrhundert bekannt und umfasste ursprünglich die Erziehung zu allgemeiner körperlicher Härte und Unempfindlichkeit, was als Gegenmittel zur Verweichlichung der Menschen in der modernen Zivilgesellschaft angesehen wird. Es wird so angesehen, weil es hilft. Ja, da haben wir das Gorch-Fock-Bild wieder. Jo, ein ähnliches Problem. Problem, ganz einfach, weil als Methadon aufkam, also als, ich zitiere ganz einfach, Methadon gegen Krebs, wer sich dieses Video anguckt von Stern TV, aber noch zu Zeiten, wo alles noch ein bisschen in Ordnung war, darf man gar nicht so sagen, 2017. Methadon gegen Krebs, wie das Schmerzmittel Tumorzellen zerstört. Methadon ist ein Schmerzmittel, und zwar gehört es zu den wichtigsten
Medikamenten auf der ganzen Welt und ist in der WHO-Liste sogar auf Platz 27, glaube ich. Also noch auf vorderen Plätzen. Das ist ein Schmerzmittel. Ja, und wenn es nebenbei auch noch einen Krebs beseitigt, warum denn nicht? Ja, je nochmal. Und wenn das immer wieder geschieht, es also evident, also sichtbar ist, dass die Leute davon alle möglichen Arten von Krebs wieder loswerden. Ja, Herrgott nochmal, warum denn nicht? Wozu braucht man dann eine Studie? Ich habe auf diesem Kanal Mein Kampf gegen Krebs mit Methadon mal zwei wichtige Videos rausgepickt. Und zwar das eine, was viele Ärzte nicht wissen wollen. Es gibt zig Studien sogar, obwohl ich sagte ja Studie, es muss ja für alles eine Studie her, das ist gar nicht nötig. Es ist auffällig, dass das dann gegen Krebs hilft. Und zwar so doll, dass, und jetzt komme ich nochmal hier auf dieses Video zurück, diese Sabine Kloske, da hatte der Arzt gesagt, Mensch, machen Sie noch eine Weltreise, ordnen Sie Ihre persönlichen Dinge und dann tut mir leid, in 6 Wochen sind Sie tot. Ja, und zack, war der Gehirntumor weg. Ist ja ein Ding, ne? Ja, und das, wissen Sie, was eine Chemotherapie kostet? Eine Chemotherapie alleine, so um die 25.000 bis 28.000 Euro. Und hilft sie? Ja, angeblich zu 50% wird man länger leben. Was denn nun? 50%? 50-50. Aha. Also ja oder nee. Oder vielleicht doch nicht. Oder doch. Oder. Und es hilft doch auch gegen Covid. Das hat die Irish Times mit rausgelassen. Methadonanwender haben möglicherweise einen besseren Schutz vor Covid. Haben die so zufälligerweise entdeckt. Und ich habe hier auch noch ein Video. Und zwar Liste der Ärzte, die das Methadon bei Krebs verschreiben. Wie man die findet, diese Liste, dieses Video. Ich werde den Kanal hier, den werde ich verlinken. Und dann kann man sich dieses Video bei Shorts raussuchen. Naja, und wenn es hilft, warum nicht? Allerdings, und jetzt kommen wir zu dem Thema, was ich schon zu Anfang ansprach. Und zwar, ich darf ja keine Empfehlung abgeben, weil es gibt starken Gegenwind. Vitamin D gegen Covid habe ich eingegeben und da steht gleich dann Vitamin D vom NDR, kein Heilsbringer gegen Covid, schützt vor Covid, ein gefährlicher Trugschluss, auch wenn Studien einen Zusammenhang nahelegen. Also selbst Studien werden dann negiert. Oder ob Methadon gegen Krebs selbst wirksam ist, ist unklar. Es gibt keine guten Studien dazu. Versuche an Tieren und an Krebszellen im Labor liefern erste nicht ganz eindeutige Hinweise. Das reicht nicht, um es regelhaft als Mittel gegen Krebs einzusetzen. Herr Jenochmann, dann nimmt man es eben gegen die Schmerzen. Es ist ja ein Schmerzmittel. Und wenn nebenbei der Krebs noch verschwindet, was ja sichtbar an so vielen Fällen ist, deswegen ja auch diesen Kanal, es hilft. Bei mir hat's geholfen. Was soll's dann? Aber jetzt mal, wie viel kostet das? Ich hatte gesagt, so eine Chemotherapie so um die 25.000 bis 28.000 Euro und das Methadon 25.000 bis 28.000 Euro für 1,5 Monate. Und nach 6 Monaten konnte ich aufhören. Weg. Der Onkologe hat's ja dann berichtet. Der hat dann immer wieder gesagt, hier, also alles in Ordnung, alles funktioniert. Und es hilft doch. Hurra! Selbst der kritische Onkologe sagte, herzlichen Glückwunsch, Sie sind soweit befreit. Wenn es eine billige oder das andere, na, wo ist es? Was der Körper selber produziert, das Vitamin D. Wenn das sichtbar hilft, so wie hier dargestellt von diesem Dr. John Campbell. Ja, Herr, hier nochmal, wozu brauchen wir denn Studien? Eins brauchen wir müssen Wissen verbreiten. Denn Wissen verbreiten hilft zu denken. Wissen kombinieren ist denken. Und mit dem Denken sieht es momentan ziemlich schlecht aus in der Bundesrepublik. Und deswegen müssen wir weitermachen. Weitermachen, Wissen verbreiten, was hilft und dann los. So, jetzt schätze ich, haben die ersten schon lange seit 7 Minuten im Tasten gehauen, denn seit 9,5 Minuten läuft dieses Video und schon die ersten Kommentare, ich und ich weiß auch was und so weiter reingekloppt. Ja, aber vielleicht gibt es auch welche, die sich bis zum Ende anhören. Hier kommt dann der Kanalhinweis dazu, mein Kampf gegen Krebs mit Methadon. Und vielleicht hilft's ja auch. Und die ganze Sache,
IQ ist wirklich nichts, aber Unbildung ist alles. Das ist alles, was uns derzeit bestimmt. Und das müssen wir wieder besser machen. Deswegen machen wir weiter. Wenn uns was Gutes einfällt, na dann los. Hau ran. Ich wünsche allen einen schönen Nachmittag. Geht an die Sonne, produziert euer Vitamin D und ja, denkt drüber nach. Bis dann, bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.